Guten Morgen. Ich mache mich jetzt startklar für den Tag und gehe jetzt ein bisschen einkaufen, denn ich muss ein paar Sachen erledigen. Ich muss erstmal die Zutaten für die American Cookies kaufen, weil ich mache heute nämlich das Tutorial oder das Rezept von den American Cookies mit dem Markus zusammen. Das Video, das könnt ihr dann am Wochenende oder am Montag, Dienstag, wenn ich es fertig bearbeitet habe, werde ich es dann online stellen. Und dann muss ich auch noch mir ein Licht kaufen, so ein Filmlicht sozusagen, wo man abends auch gut filmen kann. Weil ich habe nämlich gemerkt, in meiner Wohnung ist es immer super dunkel und die Aufnahmen werden nicht so schön, wenn ich die mache. Das heißt, auch wenn ich abends was aufnehme und es wird ja jetzt immer schon super früh dunkel, beziehungsweise wird gar nicht mehr richtig hell am Tag, brauche ich Licht in meiner Wohnung. Und deswegen kaufe ich mir so einen großen Licht. So eine Filmleuchte sozusagen, damit man eine Wohnung oder irgendeinen Teil der Wohnung ausleuchten kann, um da gut zu drehen. Ja, aber bevor ich das mache, glaube ich, muss ich erstmal aufräumen. Denn ich habe nämlich hier auf dem Counter meiner Küche eine super Unordnung. Und die gilt es zu beseitigen. Heute im Kalender steht übrigens: Fülle kleine Tütchen mit Süßigkeiten und stelle sie den Kindern in der Nachbarschaft vor die Tür. Na dann, wollen wir mal loslegen. Tun wir als erstes rein selbstgemachte Plätzchen. Dann so saures Zeugs und so. Dann noch diese Bonbons, die Salos. Die gebe ich ganz schweren Herzens her. Die sind nämlich super lecker. Multivitamin und Ahoi Brause Bonbons. Diese habe ich geschenkt bekommen letztens an der Stage Door von zwei Mädels. Das sind so Lakritz-Totenköpfe. Ich hoffe, das Kind mag Lakritz. Vielleicht noch ein Kaugummi dazu. Noch ein Kaugummi und was haben wir hier noch? So ein Zitronenbonbon. So, kleine Tütchen, das muss ja wohl reichen. Und los geht's. So, ich bin jetzt unterwegs zum Gesangsunterricht und werde aber vorher nochmal bei Saturn vorbeischauen, um mir da ein Licht zu kaufen für meine Filmaufnahmen. Ich war schon in mehreren Geschäften und habe danach gesucht nach einem Licht oder nach einer Lichtinstallation, aber bisher bin ich nicht fündig geworden und beziehungsweise nicht in meiner Preiskategorie. Für Tausende von Euros hätte ich bestimmt Sachen kaufen können, aber ich spare ja für einen Centboden. Da muss ich ein bisschen sparen. Ja, ansonsten muss ich es dann doch übers Internet bestellen. Was ich nicht machen wollte, da ich das Zeugs heute schon haben wollte. Naja, mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und werde fündig. Ja, auch im Saturn habe ich nichts gefunden. Aber allerdings hätte ich mir fast eine neue Kamera gekauft. Ich filme mich momentan auf so ganz vielen verschiedenen Kameras. Und das nervt ein bisschen. Mit meinem Handy und mit dieser Kamera, die ist so riesig. Wenn ich die durch die Gegend trage, das ist ein bisschen komisch immer. Nun 10% mehr Vitalität. Believe me, bad as I've been, you're
you're in for a pleasant surprise. Markus ist jetzt da. Markus kennt ihr bestimmt schon aus dem Video Rudern mit Markus. Wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt es euch nochmal an. Das war mein erstes Video, glaube ich, was ich gemacht habe. Und Markus hilft mir jetzt beim Film. Ja, und jetzt haben wir hier unseren Aufbau gemacht für die Plätzchen, die wir gleich machen werden. Tada! Und hier, da haben wir solche Lampen und so weiter aufgestellt. Da und hier überall Licht angemacht, weil es ist schon dunkel und es ist immer schwierig dann zu filmen. Wir haben jetzt mal alles hier vorbereitet. Die ganzen Zutaten abgewogen und so weiter. Und wir legen jetzt mal los und machen ein Tutorial für American Cookies. Das werdet ihr dann die nächsten Tage irgendwann sehen. Ja, es ist jetzt 2 Uhr nachts und ich sitze immer noch vorm Computer und bearbeite die Folge. Aber ich schmeiße mich jetzt ins Bett, weil ich bin nämlich echt hundemüde und muss morgen früh aufstehen um 9. Da habe ich meinen Termin beim Friseur. Denn dieser Matte geht's an den Kragen, damit ich für Paris ordentlich aussehe. Das Video mit Markus ist hoffentlich gut geworden. Ich habe noch nicht das Material angeguckt, was wir gefilmt haben, aber ich hoffe, das ist brauchbar. So, ich wünsche euch alles Gute der Welt, einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen, was auch immer und bis dann. Ciao!